Nach den Skandalen. Fleisch auf dem Prüfstand. Wie gefährlich ist Gammelfleisch wirklich? Und was passiert, wenn wir es essen? Das Schnitzel im Geschmackstest. Biofleisch oder Fleisch aus konventioneller Produktion? Und leben Vegetarier gesünder? Quarks und Co. macht den Test. Karnevale oder die Lust am Fleisch. Jetzt! Herzlich willkommen bei Quarks und Co. Heute geht es bei uns um die Wurst und ums Fleisch. Ist das Fleisch wirklich so schlecht wie sein Ruf? Manche sagen ja Karnevale, Fleisch lebe wohl, und man kann sie gut verstehen. Das hier sind Tageszeitungen des vergangenen Herbstes. Und in etwa jeder dritten Ausgabe ist die Rede von Fleischskandalen, von ranzigen Dönerspießen, von tonnenweise verdorbenem Fleisch, uralten Würsten, Etikettenschwindel und so weiter. Wir zeigen es Ihnen noch einmal geballt. Es ist eine Chronik des schlechten Geschmacks. Zwielichtige Geschäfte mit Fleisch. Im Januar 2007 steht ein Gelsenkirchener Fleischgroßhändler vor dem Essener Landgericht. In den Kühlhallen seiner Firma war tonnenweise verdorbenes Roastbeef aufgetaucht. Und sogar verdorbenes Fleisch, das schon aus dem Verkehr gezogen war. Er hatte es mit neuem Etikett wieder in den Handel gebracht. Betrug mit Tradition. Die Kette von Fleischskandalen reicht weit zurück. Lange unentdeckt blieb ein Skandal, der erst 1980 aufflog. Bauern pumpten ihre Kälber mit Medikamenten voll, damit sie schneller fett wurden. Bei Razzien fand die Polizei bei einem einzigen Schwarzhändler Antibiotika, die ausgereicht hätten, den gesamten Jahresbedarf der damaligen Bundesrepublik abzudecken. Aufgeflogen war der Schwindel nur, weil Apotheker Alarm schlugen. Massenweise hatten Bauern nach Medikamenten ohne Rezept gefragt. Die Gesetze wurden härter. Antibiotika sind heute im Stall verboten. Doch das stört die Produzenten kaum. 25 Jahre nach dem Skandal fand die Zeitschrift Ökotest immer noch Rückstände von Antibiotika bei jedem dritten Schnitzel. Die Kontrolleure der Behörden hatten gar nicht danach gesucht. Was noch alles mit dem Fleisch passierte, kam immer nur zufällig ans Tageslicht. Anfang 2005. Betrügereien im Realmarkt in Mönchengladbach. Hackfleisch mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum wurde mit neuen Etiketten beklebt und als frisch verkauft. Ehemalige Mitarbeiter hatten die Affäre aufgedeckt. Sie hatten Videos mit versteckter Kamera gedreht. Auch in diesem Fall hatten die staatlichen Kontrolleure versagt. Und die Fleischfälscher machten weiter. Ausnahme, dass mal etwas aufflog. Im Oktober 2005 der nächste große Skandal. Diesmal waren es Schlachtabfälle. Eklige Fleischreste, höchstens als Tierfutter geeignet, wurden von Betrügern über die Grenzen verschoben und wieder in den Handel gebracht. Auch dieser Skandal flog nur durch Zufall auf. Zollbeamte hatten bemerkt, dass LKWs mit verdächtiger Ware die Grenzen überquerten. Die deklarierten Mengen passten nicht. Erst als die Öffentlichkeit alarmiert war, flog ein Betrug nach dem anderen auf. Geflügelfleisch mit Gefrierbrand, Salmonellen im Wild, in Bayern und im ganzen Land. Dann, ein Jahr später, im August 2006, ging es wieder los. In einem bayerischen Schlachthof wurde angegammeltes Dönerfleisch gefunden. Es war aufgetaut und wieder eingefroren worden. Bis zu 4 Jahre altes Gammelfleisch war im Döner gelandet. Als die Kontrolleure erst einmal loszogen, fanden sie beinahe täglich überaltetes Fleisch bei Großhändlern und Lieferanten. Wie im Jahr davor wieder in der ganzen Republik. Und auch diesmal waren es nicht die amtlichen Kontrolleure, die den Skandal aufdeckten. Diesmal war es ein Tipp von einem ehemaligen Schlachtergesellen. Seine Aufzeichnungen über die dunklen Machenschaften der Fleischmafia wurden in einem Koffer im Wald gefunden. Die Suche geht weiter. Was bleibt, ist nicht die Frage, wann der nächste Fleischskandal kommt, sondern wie er ans Licht kommt. Nun, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Allein seit dem vergangenen Herbst sind mehrere hundert Tonnen von sogenanntem Gammelfleisch bei Produzenten und Händlern aufgetaucht. Nun, immer wieder in den Nachrichten ist die Rede von Gammelfleisch. Aber was ist das eigentlich? Das meiste davon ist schlicht und einfach nur alt. 4 Jahre und älter. Gekühlt bei Temperaturen von minus 18 Grad hält sich Fleisch durchaus auch lange. Aber es passiert etwas anderes und das ist spannend. Ich möchte Ihnen das mal hier vorführen. Hier kühle ich nun
Fleisch, damit es schnell geht, in flüssigem Stickstoff, in flüssiger Luft. Und dabei bilden sich nun Eiskristalle. Und diese Eiskristalle, die zerstören die Eiweiße in den Muskelfasern. Das Kollagen wird durchstoßen. Und ein wichtiger Effekt dabei, der ist sehr praktisch, dieses Fleisch, das eingefroren und dann aufgetaut wird, ist sogar zarter. Aber noch etwas ist gefährlich dabei. Die Bakterien haben jetzt ein leichtes Spiel, denn die Oberfläche des aufgetauten Fleisches ist angegriffen, also ein wahrer Nährboden für Bakterien. Und das Gefährliche, wenn man danach das Fleisch dann wieder einfriert, kann man nicht sagen, ob es nun einmal, zweimal oder sogar häufiger tiefgefroren wurde. Doch die Zahl der Bakterien ist unter Umständen enorm angestiegen. Die Haltbarkeit von Fleisch ist im Wesentlichen abhängig von der Kühltemperatur. Und wie dieser Zusammenhang ist, erkennen Sie hier. Im Kühlschrank bei etwa 0 bis 4 Grad Celsius hält sich rohes Fleisch etwa 1 bis 2 Tage, die Brühwurst nur einen Tag und Hackfleisch, da auch hier die Oberfläche angegriffen wurde, maximal 8 Stunden. Dann sollte es verbraucht werden. In der Gefriertruhe bei mindestens minus 18 Grad hält sich Fleisch 3 bis maximal 12 Monate. Nun, im Prinzip läuft hier verlangsamt das ab, was auch in der Natur geschieht. Fleisch beginnt nämlich sofort zu verwesen, wenn das Tier tot ist. Und in der ersten Phase lösen körpereigene Enzyme die Muskelzellen auf. Das Fleisch wird dadurch sogar besser verdaulich. Und genau das ist der Grund, warum man das Fleisch auch abhängen lässt. Doch gleichzeitig fangen auch Fäulnisbakterien an, das Fleisch zu zersetzen. Und dabei bilden sich Gase, die diesen typisch üblen Gestank erzeugen. Und für uns ist dieser Geruch ein Warnsignal und sagt, bitte nicht essen. Doch für andere ist genau dieser Geruch die Einladung zu einem Festmahl. Krokodile haben nur einen kleinen Magen. Deshalb verstecken sie ihre Beute und fressen sie später, wenn sie vergammelt ist. Geier müssen es schaffen, die Haut ihrer Beute zu durchtrennen. Das geht besser, wenn der Kadaver schon eine Weile verrottet ist. Ihre Magensäure ist so stark, dass sie Bakterien aller Art zerstört. Aasfresser wie Hyänen übernehmen eine wichtige Funktion in der Natur. Sie säubern die Landschaft, bevor sich Krankheitserreger verbreiten können. Der Geruch von verwesendem Fleisch lockt Schakale kilometerweit an. Den Rest übernehmen dann die Maden. Für Aasfresser ist Gammelfleisch eine Delikatesse. Der Geruch zieht sie unwiderstehlich an und ihre Mägen, wir haben es gerade gesehen, vertragen mehr als unsere. Wir Menschen haben hingegen Angst vor Gammelfleisch. Doch was passiert, wenn wir Gammelfleisch essen? Verdorbenes Fleisch. Schlecht verpackt und schon beim Einfrieren angegammelt. Wenn wir es essen, wird uns möglicherweise schlecht. Krank macht es aber nicht unbedingt. Die Gefahren liegen woanders. Sie werden krank, wenn Sie Krankheitserreger auf diesen Fleischteilen finden. Das müssen spezielle Untersuchungen zeigen. Das kann man nicht unmittelbar mit dem Verderb gleichsetzen. Der Verderb ist zunächst einmal ein hygienisches Problem und führt dazu, dass es dann nicht mehr verzehrt werden soll. Aber nicht unbedingt, weil krankmachende Erreger auf dem Fleisch oder im Fleisch sind. Die Wissenschaftler im Bundesinstitut für Risikobewertung in Berlin untersuchen ständig Lebensmittel, um möglichen Krankheitserregern auf die Spur zu kommen. Für alle Keime und Bakterien, die sich auf dem Fleisch ansiedeln, wollen sie wissen, wie gefährlich sie für den Menschen werden können. Die größte Krankheitsgefahr lauert im Stall. Salmonellen verbreiten sich schon bei der Zucht. Für die Tiere sind diese Bakterien nicht gefährlich, aber beim Menschen können sie schwere Infektionen hervorrufen, vor allem bei alten Menschen, Säuglingen und Menschen mit Immunschwäche. Erfahrungen aus deutschen Hühnerställen. Bei Masthähnchen hat das BfR gerade eine Studie begleitet, wo herausgekommen ist, dass in Deutschland ungefähr jeder 6. Masthähnchenbestand positiv getestet wurde. Das ist doch eine sehr erhebliche oder sehr große Zahl. Bei Legehennen liegen die Zahlen niedriger, aber wenn man bedenkt, wie viele Eier in Deutschland gegessen werden, ist das doch immer noch eine bedrohliche Zahl.
Krankheitserreger Nummer 1, Salmonellen. Durch sie erkranken jedes Jahr mehr als 50.000 Menschen. Die infizierten Tiere bleiben aber gesund. Deshalb haben die Züchter wenig Interesse daran, die Bakterien in ihren Ställen zu bekämpfen. Das andere gefährliche Bakterium aus dem Stall, Campylobacter, mit ähnlich hohen Infektionsraten. Auch im Kuhstall finden sich ganze Kolonien von Bakterien. Diesen Kühen geht es gut. Auf eine Reihe von Bakterien sind sie angewiesen, damit ihre Verdauung funktioniert. Genau die Bakterien, die für Menschen gefährlich werden können. Neben den anderen Zoonoseerkrankungen wie Salmonellen und Campylobacter gibt es auch noch Erreger aus dem Bereich E. coli, die enterohemorrhagischen E. coli, Escherichia coli. Und diese Erreger sind die ganz normal, gehören zu den normalen Bewohnern des Rindes, auch des Rinderdarms. Und sie können im Kot vorkommen. Und das Gefährliche für die Lebensmittelhygiene ist nun, dass bei der Schlachtung das Fleisch mit diesen Kotpartikeln, die möglicherweise diesen Erreger enthalten, in Berührung kommen und verstreut werden können auf dem Fleisch. E. coli. Das Bakterium findet sich oft im Rinderhack. Bestimmte Stämme können die Nieren zerstören. Die Infektion kann sogar tödlich verlaufen. Die Berliner Wissenschaftler verfolgen den gesamten Weg der Fleischproduktion. Hier produzieren sie Wurst aus dem Fleisch von Schweinen, die mit Salmonellen infiziert sind. Dabei beobachten sie genau, wie sich die Bakterien weiterentwickeln. Und sie untersuchen, auf welchen Wegen noch weitere Keime ins Fleisch gelangen können. Die Gefährdung für den Verbraucher lauert an vielen Stellen. Bei der Verarbeitung können sich neben den Salmonellen auch Keime einschleichen, die im Verarbeitungsraum sind, wie Listerien, wie Staphylokokken. Staphylokokken zum Beispiel, die von dem Personal zum Beispiel über die Haut oder über Schnupfen auf das Fleisch kommen kann. Und das ist natürlich eine große Gesundheitsgefahr. Staphylococcus aureus. Es kann lebensbedrohliche Entzündungen auslösen. Antibiotika sind oft machtlos dagegen. Konserven sind das ideale Milieu für Clostridium botulinum. Das Bakterium produziert Botox, ein Nervengift, das schon in allerkleinsten Mengen tödlich sein kann. Ein ähnliches Bakterium ist Clostridium perfringens. Es produziert Sporen, die enorm hitzebeständig sind. Normale Hygiene in großen Unternehmen ist so, dass das nicht mehr vorkommt. Allerdings gibt es bei Hausschlachtungen immer wieder bei selbstgemachten Konserven Kontamination mit Clostridium botulinum. Ganze Armeen von Bakterien finden die Wissenschaftler im Fleisch. Die größte Gefahr dabei geht aber nicht vom Gammelfleisch aus. Am gefährlichsten sind solche Bakterien, die auch schon im Stall vorhanden waren. Sie sehen also, Gammelfleisch sieht schlecht aus, riecht übel. Aber verdorbenes Fleisch ist nicht unbedingt auch gesundheitsschädigend. Wenn man das Fleisch nämlich kocht, kann man es in vielen Fällen essen. Doch man muss vorsichtig sein, denn Bakterien wie das Clostridium perfringens sind ziemlich hartnäckig, halten auch hohe Temperaturen aus. Also entscheidend beim Kochen ist auch eine hohe Kerntemperatur. Und danach muss man es schnell essen, sonst haben die Bakterien natürlich wieder eine Chance, sich zu vermehren. Trotz aller Lebensmittelskandale ist der Fleischverbrauch in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten erstaunlich stabil geblieben. Er liegt heute bei etwa 60 Kilogramm pro Kopf und Jahr, aber das war nicht immer so. Wenn man zurückblickt, im Mittelalter lag der Fleischkonsum deutlich höher. Bei 100 Kilo fiel dann ab bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, dann stieg er wieder an und dann kamen die Weltkriege. Und da war Fleisch Mangelware, sowohl beim Ersten als auch beim Zweiten Weltkrieg, 20 Kilo pro Kopf und Jahr. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ging es uns bedeutend besser. In den 70er Jahren konsumierten die Deutschen im Schnitt 80 Kilo pro Kopf und Jahr. Und derweil liegt der Konsum bei etwa 60 Kilo. Nun, man könnte meinen, Deutschland ist die Fleischnation schlechthin. Aber dem ist nicht so. Wenn Sie es mal international vergleichen. In den USA wird beispielsweise fast doppelt so viel Fleisch gegessen
wie bei uns, gut 111 Kilo pro Kopf und Jahr. Und selbst in Europa, Fleischland Nummer 1 ist nicht Deutschland, sondern Spanien mit 84 Kilo. Und auch unsere Nachbarn Dänemark oder Österreich essen mehr Fleisch als wir. Also wir liegen eher im unteren Mittelfeld. Und trotzdem würden wir natürlich gerne wissen, wie alt, wie gut gekühlt ist das Fleisch, das bei uns auf den Tisch kommt. In extremen Fällen wie diesem hier erkennt man das sicherlich auch als Laie. Doch was, wenn die Unterschiede nicht ganz so groß sind? Wir haben den Test gemacht und echte Experten auf die Probe gestellt. Beim Metzger startet unser Test mit Schweinenacken. Der eine nur einen Tag alt, der andere eine Woche alt, also gut abgehangen. Wir stellen drei Kandidaten auf die Probe. Inge Novobrada, die erfahrene Hausfrau und Köchin. Roland Brandner, den Profikoch. Und vom Bonner Institut für Tierwissenschaften Heinz Jüngst, den Wissenschaftler. Unser Test beginnt mit der Hausfrau. Gelb markiert das frische Fleisch. Grün haben wir das etwas ältere gekennzeichnet. Also ich würde sagen, das mit dem gelben Fähnchen ist älter. Und das grüne Fähnchen, das Fleisch, ist wahrscheinlich was frischer. Das hier ist ein bisschen dunkler. Und wenn ich so hier drauf fühle, fühlt sich da auch schon das so ein bisschen schmierig an. Um ganz sicher zu gehen, brät Inge Novobrada das Fleisch an. Wobei ich jetzt sogar fast gewillt bin zu sagen, das Fleisch ist irgendwie abgehangener. Warum? Ja, weil das so schön flach in der Pfanne liegt. Und das ist frischer. Obwohl da dieser Schmierfilm drauf war, ne? Da bin ich ja mal gespannt, was dabei rauskommt. Jetzt der Geschmackstest. Das Stück mit dem grünen Fähnchen ist eine Woche alt, das mit dem gelben nur einen Tag. Kann die Hausfrau das unterscheiden? Mhm. So, wie ist der Eindruck? Welches ist das ältere, grün oder gelb? Die erste Einschätzung bei dem gelben, würde ich sagen, ist weicher, ist zarter, aber es hat auch einen anderen Geschmack. Nicht so frisch, ja, ist das ältere, nach wie vor. Gelb ist das ältere. Ja. Die Hausfrau liegt daneben, aber wie ist das beim Profikoch? Also ich würde jetzt einfach mal sagen, von meiner Sicht her ist das ältere, das ist das frischere. Allein schon, weil der Knochen hier schon etwas angegangen ist. Es ist schon etwas schwabbeliger und auch schon etwas klebriger geworden, wie das frische. Ja, man sieht auch hier, dass es halt frischer ist von der Farbe her. Wie alt ist jeweils das Stück? Das grüne ist, ich würde sagen, eine gute Woche. Und das wird wahrscheinlich zwei Tage sein. Perfekt. Und fast auf den Tag genau. Ob der Wissenschaftler da mithalten kann? Er probiert es mit dem pH-Wert. Beim älteren Fleisch mit dem grünen Fähnchen müsste der höher sein. So, wie ist Ihr Tipp? Was ist das ältere, grün oder gelb? Das ist das ältere. Das gelbe ist das ältere, sagen ja. Sie? Ja. Warum? Weil es einen höheren pH-Wert hat. Und zwar einen deutlich höheren pH-Wert. Die falsche Antwort. Aber er hat eine plausible Erklärung dafür. Denn der pH-Wert wird nicht nur vom Frischegrad bestimmt. Das Grüne ist ungefähr eine Woche alt und das Gelbe ist ein Tag alt. Dann ist es so, wie ich Ihnen sagte, dann sind das vermengte Effekte, die über das Tier gekommen sind. Ne? Ja. Dass es ein unterschiedliches Tier ist. Denn normalerweise gehen wir davon aus, dass nach 24 Stunden der pH-Wert sich unter 6 eingespielt hat. Für unseren Test heißt das trotzdem falsch geraten. Der Koch hat den Unterschied mit bloßen Augen sofort gesehen. Super. Und der Hausfrau hat tatsächlich das ältere Fleisch besser geschmeckt. Nee. Echt? Ich werd wahnsinnig. Aber es schmeckt tatsächlich besser. Drei Experten. Aber nur einer lag richtig mit seiner Antwort beim Frische-Vergleich. Mal probieren. Sie sehen also, die Unterschiede sind gar nicht so leicht auszumachen. Und noch schwieriger wird es, wenn es sich dabei um Mischprodukte handelt, wie zum Beispiel Leberwurst. Und die hier stammt von einem Kölner Metzger. Er wurde mehrfach dafür prämiert, verwendet nur beste Zutaten. Doch unter Wurstherstellern gibt es auch
schwarze Schafe. Und da kommen zum Teil sonderbare Dinge in die Wurst. Teile des Schweins, die gar nicht reingehören. Oder hier Leber ist eher die Ausnahme. Dafür gibt es aber dann jede Menge Fettwammen oder auch zum Teil altes Fleisch, das auf die Art und Weise unters Volk gebracht wird. Nun, dass das so einfach funktioniert, hängt mit dem Herstellungsprozess zusammen, denn bei der Leberwurst wird alles miteinander verrührt. Es kommt zum einen hier durch den Fleischwolf und im zweiten Schritt wird das Ganze nochmal fein verrührt. Am Ende hier im Kutter sieht das Produkt so aus. Und wenn das in Wurst abgepackt ist, kann man als Laie nicht mehr sagen, was da eigentlich alles drin ist. Also bei Mischprodukten ist es äußerst schwer, gut und schlecht voneinander zu unterscheiden. Aber für normales Fleisch haben sich Techniker jetzt etwas einfallen lassen. Sie haben ein Etikett entwickelt, das uns Verbrauchern zeigen soll, wie frisch das Fleisch ist. Und zwar abhängig von der Temperatur und vom Alter. So sieht das Etikett aus und dieses Etikett verfärbt sich also. Und hier anhand der Tabelle kann man dann ganz genau herausfinden, wie alt oder eben bei welcher Temperatur das Fleisch gelagert wurde. Aber mit Etiketten ist das so eine Sache, denn die können sehr leicht gefälscht und ausgetauscht werden. Um all das muss man sich keine Gedanken machen, wenn man Vegetarier ist. Besonders die Fette im Fleisch sollen ja Übergewicht, Bluthochdruck oder auch hohe Cholesterinwerte verursachen. Und wir haben in dem Zusammenhang einen besonderen Test gemacht. Zwillingsschwestern. Eine isst Fleisch, die andere nicht. Wir haben beide zum Arzt geschickt und der sollte herausfinden, welche der beiden ist die Vegetarierin. Jana und Sarah. Die 19-jährigen Zwillingsschwestern machen in ihrer Ernährung einen entscheidenden Unterschied. Oh, ich weiß, das war nach dem Film. Im Bio? Ja, wo das mit dem ekligen Fleisch war. Ab dann habe ich kein Fleisch mehr gegessen. Stimmt. Seit 11 Jahren ist Jana im rosa T-Shirt Vegetarierin. Quarks und Co. will wissen, ob Wissenschaftler herausfinden können, wer von beiden sich vegetarisch ernährt und wer Fleisch isst. 105 zu 55. Die erste Untersuchung, Blutdruck messen. Ist schon mal umgefallen? Ja. Das ist ganz schön niedrig. Fleischkonsum führt angeblich zu erhöhtem Blutdruck. 110 zu 60. Wenn wir uns jetzt festlegen müssen, dann sagen wir, der niedrigere Blutdruck ist der vegetarische. Genau. Der Blutdruck ist offenbar kein sicheres Erkennungsmerkmal. Dann bestimmen die Wissenschaftlerinnen aus Körpergröße und Gewicht den sogenannten Body Mass Index. Außerdem messen sie den Fett-, Wasser- und Muskelanteil der Zwillinge. Ihre Annahme, Fleischesser sind schwerer und haben mehr Körperfett. Der Body Mass Index ist bei dir, also mit einem grünen T-Shirt, 25,3 und bei dir ist er 22,5. Der Ernährungszustand ist bei Grün ein kleines bisschen besser, die Muskelmasse ist ein bisschen größer und auch der prozentuale Zellanteil. Mehr Fett, aber auch mehr Muskeln. Insgesamt ein Indiz für die Fleischesserin. Also ich bin für Grün, Grün ist Fleisch. Grün ist genau. Fleisch. Dann sind wir uns einig. Grün, die Wurst. Dann der Bluttest. Beim Blutabnehmen wird ein weiterer Unterschied der Zwillinge offenbar. Spritzen sind für Sarah eine Tortur. Wunderbar. Und das läuft ganz schön. Für Jana dagegen kein Problem. Doch welchen Schluss ziehen die Wissenschaftlerinnen aus der Analyse der Blutproben? Wer ernährt sich wie? Und dafür ist das Speichereisen bei Grün höher. Ist bei Grün deutlich höher. Fleisch ist Eisenlieferant Nummer 1. Grün? Ja, das Grün doch eher Grün der Fleischesser ist. Vitamin B12? Es kommt nur in tierischen Lebensmitteln vor. Insofern genau, passt, würde dessen Hinweis passt zu unserer geben, Hypothese. Dass Grün jetzt in dem Fall eher der Fleischesser ist. Na, und Folsäure ist deutlich höher bei Rosa. Ja. Na, würde auch passen zu unserem Vorurteil, dass hier jemand deutlich mehr Obst und Gemüse isst. Dann würden wir uns entscheiden, dass Rosa die Vegetarierin ist. Die Nährstoffverteilung im Blut ist bei den Zwillingen offenbar typisch. Beim letzten Test geht es nicht etwa um die Zähne, sondern um die Zellen der Mundschleimhaut. Im Unterschied zu den Blutwerten können die Expertinnen damit untersuchen, welche Nährstoffe tatsächlich in den Körperzellen ankommen. Zum Beispiel Vitamin C.
das sieht man hier, das ist der Vitamin-C-Peak und das sieht man ist rosa besser, ein bisschen besser, genau. Mhm. Vitamin C kann nur bedeuten, hat rosa mehr Gemüse verzehrt. Und daher würden wir uns entscheiden, dass Rosa die Vegetarierin ist. Drei Untersuchungen stimmen im Ergebnis überein. Wie entscheiden sich die Experten? Also, so, und jetzt bin ich gespannt. Richtig. Ach, ist ja süß. Gratulation, Sie haben die Vegetarierin anhand winziger Unterschiede identifiziert. Das Beispiel macht deutlich, wie schwer es ist, überhaupt Unterschiede zwischen Vegetariern und Fleischessern festzustellen. Nun, viele mag das verblüffen, denn immer wieder ist die Rede davon, dass Fleischessen krank macht. Weltweit gibt es sogar eine ganze Reihe von Studien, doch die Ergebnisse sind umstritten. Unsere Zwillinge sind das lebende Beispiel, dass es eben nicht so einfach ist, den Zusammenhang zwischen Fleischkonsum und Gesundheit herzustellen. Nun, das gilt zumindest für einen mäßigen Fleischgenuss. Wenn, dann liegt das Problem vor allem in der Menge. Übergewicht ist ein wachsendes Problem der Industriegesellschaft. Es wird uns immer einfacher gemacht, schnell viel zu essen. Wir sind auf dem besten Weg zu einer globalen Fast Food Nation. Diese Einheits-Fast-Food-Kultur bedeutet nicht nur immer mehr Kalorien, immer mehr Fett. Es ist auch der Abschied von der wunderbaren Kultur unterschiedlicher Küchen. Irgendwann heißt es, andere Länder, gleiche Burger. Aber so ehrlich muss man auch sein, das Fleisch im Burger ist offensichtlich besser als sein Ruf. Immerhin hat sogar die Stiftung Warentest den Cheeseburger einer bekannten Fast-Food-Kette mit dem Prädikat gut ausgezeichnet. Auffällig ist jedoch der Preisverfall beim Fleisch. Fleisch wird heute im industriellen Maßstab hergestellt. Und das wird auch deutlich, wenn man sich diese Zahl mal vor Augen führt. 1950 musste ein durchschnittlicher Industriearbeiter noch 3,5 Stunden für ein Kilogramm Schweinefleisch arbeiten. Heute braucht er dazu nur noch 26,5 Minuten. Wir haben uns gefragt, warum ist das Fleisch so billig? Der Stautenhof in Willich bei Krefeld. Hier züchtet Christoph Leiders Schweine, streng nach den Regeln der ökologischen Landwirtschaft. Seine rund 1000 Tiere dürfen sich frei bewegen, auch draußen, und bekommen ihr Futter frisch vom Feld. Und wenn sie sich im Stall aufwärmen wollen, haben sie dort eine Landschaft aus Stroh. Mehrere Muttersauen mit ihren Ferkeln wohnen hier zusammen, wie es sich für Herdentiere gehört. Futter gibt es nur aus eigenem ökologischen Anbau. Antibiotika sind zur Mast nicht erlaubt und auch Tiermehl ist selbstverständlich tabu. Um den Mist, den die Schweine im Stroh hinterlassen, kümmern sich Bauer Leiders und seine Mitarbeiter selbst. All das kostet viel Zeit und Geld. Nach etwa 8 Monaten Arbeit und Pflege sind seine Tiere schlachtreif. Auf 2,49 Euro pro Kilogramm Schweinefleisch belaufen sich umgerechnet die bis hier investierten Kosten. Christoph Leiders ist einer der wenigen Ökobauern in Deutschland, die ihre Schweine selbst schlachten. Dafür hat er vor wenigen Jahren ein eigenes Schlachthaus gebaut. So hat er die Kontrolle über den ganzen Weg vom Ferkel bis zum Schnitzel. Auch das hat seinen Preis. Für die Kosten der hofeigenen Schlachtung berechnet er 35 Euro pro Schwein. Umgerechnet auf das einzelne Schnitzel sind das 2,86 Euro pro Kilo. Doch so billig kann er es nicht verkaufen. Denn nur 2 Drittel des Schweins kann der Metzger verwenden. Der Rest ist Abfall. Oder wird verarbeitet zu Schinken, in den noch mehr Arbeit gesteckt werden muss. Oder zu Würsten, die weniger Geld bringen. Das Schnitzel muss dann eben etwas mehr kosten. Weil er auch diese Kosten einrechnet, setzt Leiders hier schon 5,60 Euro pro Kilo Schnitzel an. Verkauft wird direkt auf dem Hof. 3 Mitarbeiterinnen im Laden kümmern sich um die Kunden. Sie wissen genau, wo ihre Ware herkommt. Diese Arbeit kostet. Alles in allem macht das für 1 Kilo Schnitzel bei Bauer Leiders im Laden 14,50 Euro. Ökofleisch ist den Kunden dieser Preis wert. Das gleiche Schnitzel könnte auch nur etwa die Hälfte davon kosten, im Supermarkt um die Ecke. Rund 7 Euro pro Kilo im Durchschnitt für ein konventionelles Schnitzel. Der Supermarkt will seinen Kunden günstige Waren anbieten. Er hält die Kosten niedrig, durch Handel in großen Mengen und geringe Personalkosten. Das zeigt sich im Preis. Der Verkauf macht hier 4,87 Euro pro Kilo aus. Zum Vergleich,
Der Ökobauer kalkuliert allein den Verkauf mit 8,90 Euro. Mit industriellen Methoden können die Schweine zum Niedrigstpreis zerlegt werden. Hier kann fast alles verwertet werden, selbst die Reste bringen Geld. Deshalb kostet die Zerlegung nur 47 Cent pro Kilo Schnitzel. Dieser Anteil macht beim Ökobauern mehr aus, 2,74 Euro. Auch das Schlachten geht billiger. Der konventionelle Schlachthof arbeitet wirtschaftlicher, weil er täglich Tausende von Schweinen im Akkord schlachten kann. Umgerechnet auf das Schweineschnitzel macht die Schlachtung einen Anteil von 23 Cent aus. Beim Ökoschlachter ist es etwas teurer. Hier sind es 37 Cent. Und schließlich sparen Großbetriebe schon bei der Zucht. Massentierhaltung, billiges konventionelles Futter, Chemie und Medikamente machen es möglich. Die Schweine werden 3 Monate früher geschlachtet, verbrauchen weniger Futter. Der konventionelle Erzeuger verkauft für nur 1,43 Euro das Kilo Schwein. Schon hier kann der Ökobauer nicht mithalten. Er hat bis hierhin 2,49 Euro investiert. Aber mal ganz ehrlich, 14,50 Euro, die Bauerlei das verlangt, sind doch nicht zu viel, wenn es den Schweinen dabei besser geht. Der Preis ist eben nicht alles, denn Fleisch ist nicht gleich Fleisch. Es gibt enorme Unterschiede zwischen Ökofleisch und dem Fleisch aus der konventionellen Haltung. Abgesehen von den wichtigen ethischen Aspekten muss man, wenn man genau rechnet, auch noch die Kosten für die jeweiligen Umweltschäden draufrechnen. Beim konventionellen Fleisch immerhin 47 Cent pro Kilogramm. Beim Ökoschnitzel hingegen sind es gerade mal 2 Cent. Nun, die Skandale, die Berge von Gammelfleisch, sie alle finden sich eher in dieser Ecke. Eben da, wo um jeden Preis alles billig sein muss. Aber lässt sich am Ende beim Schnitzel wirklich feststellen, woher es stammt? Wir haben unseren Experten noch einmal Fleisch serviert. Bio oder nicht Bio? Das war dieses Mal unsere Frage. Blau für das konventionelle Supermarktfleisch, rot für das Biofleisch. Unser Test geht weiter. Die Kandidaten sind wieder Hausfrau Inge Novobrada, Profikoch Roland Brandner und Wissenschaftler Heinz Jüngst. Wir beginnen mit der Hausfrau. Also ich würde sagen, das ist Bio. Warum? Das Blaue? Das Blaue ist Bio, ja. Das ist so von der Faserung sehr schön fest. Wieder brät sie das Fleisch an. Also ich würde sagen, das, was ich bis jetzt für Biofleisch gehalten habe, ist relativ stark geschrumpft. Normalerweise passiert das beim Biofleisch ja nicht. Und das, was ich nicht für Biofleisch gehalten habe, das ist im Grunde von der Form so geblieben. Vielleicht bringt der Geschmackstest ja Klarheit. Also ich würde sogar sagen, das Rote ist jetzt Bio und das andere kein Bio. Herzlichen Glückwunsch. Richtig? Richtig. Ja? Die Messlatte liegt hoch. Jetzt ist der Koch dran. Geruchsprobe. Riecht nach frischem Fleisch. Genau wie das rote Schild. Was ich sehe, sicherlich Farbunterschied. Bei dem blauen gefällt mir die Farbe eigentlich besser wie von dem roten. Könnte natürlich sein, dass hier bei Futterzusätze bei sind, wie Carotin, wie Vitamine, dass die Farbe etwas besser aussieht und das eigentlich naturbelassener ist. Und jetzt die Kostprobe. Also nachdem ich das jetzt probiert habe, denke ich, das blaue Stück ist unser Biofleisch. Einfach weil es vom Geschmack her mehr gibt, sag ich mal. Es verspricht mehr wie das rote Stück. Ja. Ah, das blaue Fleisch habe ich im Supermarkt gekauft. Also ist kein Bio. Nein. Sehen Sie? So kann man sich täuschen. Nun ist der Wissenschaftler dran. Macht er es besser? Heinz Jüngst prüft, wie viel Wasser die Schnitzel jeweils binden können. Er geht davon aus, dass das Biofleisch von älteren Schweinerassen stammt und fetter ist als das konventionelle Fleisch. Auf jeden Fall ist das, was saftiger ist, hält mehr Wasser. Das müsste dann das Fleisch aus biologischem Anbau sein. Also es sind deutliche Unterschiede in der
im Safthaltevermögen bei diesen Proben blau und rot feststellbar. Wenn ich das hier so betrachte, sieht man, dass bei der rechten Probe, das ist das Fleisch mit dem roten Fähnchen, deutlich mehr Flüssigkeit ausgetreten ist. Also das Wasser hat weniger Safthaltevermögen als das linke Fleisch, das Fleisch mit der blauen Fahne. Er ist auf der falschen Fährte. Was ist also rot und was ist blau? In der biologischen Produktion alte Rassen eingesetzt sind, dann müsste dieses Fleisch aus biologischer Produktion sein, weil es das Wasser besser bindet, damit saftiger ist und im Geschmack dann auch besser ist. Jetzt verrate ich Ihnen das Ergebnis. Es ist tatsächlich so, blau war aus dem Supermarkt und rot war Bio. Mhm. Also falsch getippt. Die Hausfrau lag diesmal goldrichtig. Der Profikoch nicht. Der Geschmack hat ihn auf die falsche Fährte gelockt. Der Qualitätsunterschied von Bioprodukten und konventionellem Fleisch lässt sich also für uns Verbraucher nur schwer festmachen. Er lässt sich nicht schmecken, sehen oder riechen, aber man kann sich zumindest sicher sein, dass im Ökofleisch keine Antibiotika-Rückstände drin sind, wie es ja häufig beim Billigfleisch der Fall ist. Entscheidend für die Qualität ist natürlich auch die richtige Zubereitung. Ein normales Steak kann ja gerne mal zäh sein. Und die Kunst besteht nun darin, die Kollagenfasern zu zerstören. Wir haben es schon gesehen, mit Kälte schafft man das. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten. Die schiere Hitzeeinwirkung lässt auch die Eiweiße denaturieren oder eben auch Säuren, wie sie zum Beispiel in Marinaden sind, die können auch die Eiweiße zerstören. Und wenn alles das nichts hilft, dann zeigen uns die Amerikaner, wie es noch geht. Kaum jemand kennt sich mit Rindfleisch so gut aus wie dieser Mann. Moss Solomon ist Lebensmittelforscher und er ist auf der Suche nach einem Weg, zähes Rindfleisch zart zu kriegen. Dafür ist ihm jedes Mittel recht. Die Idee hat er von einem Atomwaffenexperten. Sie lautet, mit Sprengstoff sollen zähe Fasern zart werden. Und zwar unter Wasser. Muskelfleisch besteht nämlich zu etwa 70% aus Wasser. Die Explosionswellen sollen durch das Fleisch laufen, ohne es zu zerfetzen. So die Theorie. Die Kraft der Sprengladung ist gewaltig und ein Mensch sollte diesem Versuchsaufbau nicht zu nahe kommen. Die Zerstörung der Plastikmülltonne hat Solomon mit einkalkuliert. Das Fleisch selbst ist durch eine Plastikfolie geschützt. The shockwave from the explosion. Die Schockwelle von der Explosion geht durch das Wasser und durch das Fleisch. Dann wird sie von der Stahlplatte am Boden reflektiert und kommt wieder zurück durchs Fleisch. Es sind diese Schockwellen, die die Proteine und die Verbindungen innerhalb der Muskelstruktur zerreißen, was wir mit dem bloßen Auge nicht sehen können. Die einzig wichtige Frage lautet, was ist aus dem Fleisch geworden? Trotz der groben Behandlung sieht es vollkommen normal aus. Um herauszufinden, ob es auch wirklich zarter geworden ist, müssen die Agrardiagnostiker des amerikanischen Landwirtschaftsministeriums die Zartheit am Steak bestimmen. Dazu spannen sie einen fingerdicken Zylinder des gebratenen Fleisches in eine Mini-Guillotine. Die Kraft, die zum Zerschneiden notwendig ist, ergibt den Zartheitswert. Und tatsächlich, das gesprengte Fleisch ist um 25% zarter geworden. Auf diese Weise kann man die Fleischqualität in 90% der Fälle verbessern. Ein Milliardengeschäft, wenn die Methode industriell anwendbar wäre, mit einem wiederverwendbaren Stahltank. This doesn't work anywhere near as good as the garbage can. Dieser Stahltank funktioniert bei weitem nicht so gut wie die Mülltonne. Sie ist weniger als halb so gut. Es wird also noch dauern, bis Moss Solomons gesprengte Steaks in den Restaurants oder Kühltheken landen. Ein verrückter Ansatz. Nun, bis der kommt, vergeht ganz bestimmt noch viel Zeit. Ähnlich sieht es vermutlich auch mit einem Testkit für Fleisch aus. Stellen Sie sich vor, Sie hätten hier solche Teststreifen,
die reiben Sie übers Fleisch und dann machen Sie einen Farbvergleich und können ermitteln, wie alt das Fleisch ist und aus welcher Haltung es stammt. Nun, das wäre mit Sicherheit das Ende der großen Fleischskandale. Doch diesen Test gibt es leider noch nicht. Nun, wie sagen manche Metzger, Fleisch ist Vertrauenssache. Kontrolle wäre mir da lieber. Damit sind wir am Ende unserer Sendung. Und wie immer gibt es bei uns im Internet vieles nachzulesen. Und es erfreut sich steigender Beliebtheit. Sie können die gesamte Sendung auch als Podcast im Internet herunterladen. Probieren Sie es mal unter www.quarks.de. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns weiter. Tschüss. Und das nächste Mal bei Quarks & Co. Narkose, die dosierte Bewusstlosigkeit. Wie gefährlich ist eine Narkose? Was passiert dabei in unserem Gehirn? Und wie ist eine schmerzfreie Operation nur mit Hypnose möglich? Antworten bei Quarks & Co. Dienstag, 27. Februar, 21 Uhr im WDR Fernsehen. Ein Podcast von WDR.de. Unter der Internetadresse podcast.wdr.de gibt es die vollständige Podcastliste und die Nutzungsbedingungen.